Hallo meine lieben Wiedergeborenen, herzlich willkommen zu eurer Wochenlegung vom 29.03. bis zum 4.04.2021. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich. Und für alle, die neu sind, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass auch du dabei bist. So, meine lieben Widder, ganz aufregend finde ich persönlich. Jeder empfindet es ja anders. Aber wir haben die nächsten zwei Wochenlegungen, haben wir ganz besondere Tage. Ihr wisst bestimmt schon, was ich meine. Ja, wir haben 10 Portaltage am Stück. Oh, das ist super. Warum ist das super? Ganz einfach. Wer möchte, kann sich in dieser Zeit vermehrt die Frage stellen, das, was ich jetzt lebe, ist das gut? Fühlt sich das gut an? Oder möchte ich gerne in meinem Leben etwas ändern? Egal, ob es in der Liebe ist, an seinem eigenen Sein, die Entwicklung in der Spiritualität, Liebe, Beruf, egal. Es ist eigentlich egal, in welchem Thema. Und alles, was sich für dich nicht mehr richtig anfühlt, kannst du an Portaltagen, wo sozusagen das Tor weiter auf ist, kannst du mit der lichtvollen geistigen Welt in Kooperation, in Kommunikation treten. Ja, und kannst sozusagen dein Leben in die Hand nehmen und Dinge ändern, die du ändern möchtest. Du kannst es natürlich auch 365 Tage im Jahr, auch außerhalb der Portaltage, aber an den Portaltagen, lieber Widder, da ist es halt einfach leichter, ja, weil die Tore da weiter offen sind, die Fenster, ne, die sozusagen die Gardinen, die Vorhänge, die werden weiter aufgemacht. Und da hast du die Möglichkeiten, mit deinem freien Willen Dinge zu verändern, an Dinge zu arbeiten, die für dich wichtig sind, wo du sagst, wo drückt denn der Schuh? Ja, stell dir die Frage, wo stehst du, wo möchtest du hin, wo drückt der Schuh, was ist noch nicht so hundertprozentig so, wie du das gerne hättest in deinem Leben? Ja, und das hast du, oder da hast du die Möglichkeit in dieser Zeit, in diesen 10 Portaltagen an dir zu arbeiten oder damit zu arbeiten. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie eure Legung sein wird. Ja, wir starten, ganz klar, Lektion der Seele, Heilsteinorakel, Imago-Prozess, hier, kennt ihr ja schon von mir. Die nehme ich diesmal wieder mit dazu. Zwei Tarot-Kartendecks ist ganz klar. Ne? Eins gucken wir, um was es geht. Das andere nehmen wir zur Klärung, dass wir in die Tiefe gehen können. Und dann nehme ich, bedingt natürlich auch durch die Portaltage, die Secret K-Cards, die nehme ich mit dazu. Weil da kann man wirklich nochmal genau gucken, um was geht es. Was ist zusätzlich zu dem Thema, was wir schon auf dem Tisch haben? Was ist nochmal verstärkt, was du dir als Wiedergeborener angucken kannst? Und das finde ich ist auf jeden Fall eine tolle Chance, wer möchte, an sich zu arbeiten. Wie gesagt, ihr seid mit einem freien Willen, ihr müsst nicht, ihr könnt, ja, und ihr dürft. So. Wie immer. Es sind alles nur Tendenzen, Energietendenzen. Denkt bitte daran, die Legungen können auf euch zutreffen, sie müssen aber nicht. Wenn sie nicht auf euch zutreffen und ihr möchtet gerne eine private Legung haben, könnt ihr sehr gerne unten in der Infobox einmal schauen und Kontakt mit mir aufnehmen. Ja? Und dann schauen wir gemeinsam, um was es bei euch geht. Und da haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, um in die Tiefe zu gehen und um zu gucken, wo ist eventuell eine Blockade, die ihr habt. Was ist bei euch Thema, warum ihr nicht weiterkommt oder wie geht es tendenziell weiter überhaupt bei euch? Ne, da kann man ja dann viel, viel intensiver nochmal schauen. Okay? So, meine Lieben, für die Wiedergeborenen hätte ich gerne eine Karte, Lektion der Seele. Meine lieben Widder, bei euch geht es um das Annehmen. Ich lerne, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Ja, natürlich. Ihr seid im Hier und Jetzt und es kommen Dinge auf euch zu. Und ihr dürft lernen zu sagen, ja, okay, ich kann es nicht ändern, aber ich kann es annehmen. Auch da sind wunderbar die Portaltage für da. Ich sage immer, man kann sich auch sehr wohl nach oben hin beschweren und sagen, Leute, ich
finde die Situation jetzt gerade total unschön. Ich drücke mich mal nett aus. Aber ich bitte um Führung, dass ich diesen Prozess, der auf mich zukommt oder zugekommen ist, dass ihr mir helft, dass ich den bestmöglich sozusagen zum höchsten Wohle meiner selbst, ja, durchleben kann, durchlaufen kann und das Maximale aus der Situation lerne. Weil eure Seele ist ja hier, um zu lernen. Ja, Lektion annehmen und lernen. Lernen, lernen, lernen. Und wir werden ja bis zum Schluss lernen, meine Lieben. Deswegen seid ihr ja hier oder sind wir alle hier. Ne? Und auch das Annehmen ist genauso toll wie die Geduld. Ja, also schauen wir weiter. Welcher Heilstein ist bei euch? Um was geht es da? Welcher ist euch dienlich? Was nützt euch? Ametrin, okay. Ja, passt natürlich hier zu dem Annehmen, ne? Männliche und weibliche Energie in Einklang. Lassen Sie sich von Ihrer weiblichen Seite inspirieren und von Ihrer männlichen Seite Selbstvertrauen schenken. Ja, okay, es ist so. Ich kann es nicht ändern. Ja, Inspiration heißt, ich gucke mir die Situation an und letztendlich ins Selbstvertrauen gehen zu sagen, ja, okay, ich kann es nicht ändern. Das ist eure Lernaufgabe in dieser Woche. Ich finde das spannend. So, ich mache die Kamera runter. Wir sehen uns gleich wieder, damit ihr die Karten sehen könnt. So. Für die Widdergeborenen vom 29.03. bis 4.04. Auch ihr. Okay, ihr startet mit zwei der Schwerter. König der Münzen. Der Wagen. König der Kelche. Sechs der Kelche. Oh, der Turm. So, meine lieben Widder. Es gibt hier eine Situation, ja, die dürft ihr annehmen. Und zwar, dass ihr das, was gerade bei euch ist, dass ihr da gerade keinen Durchblick habt. Dass ihr gerade nicht wisst, wie es, ja, wie euer Ziel ist, also euer Weg. Ihr würdet euch gerne auf den Weg machen, aber ihr wisst noch nicht, ihr seht das Ziel noch nicht, ihr könnt die Richtung noch nicht einschätzen, um was es hier geht, ja? Was ich sagen kann, dass ihr in dieser Woche sehr in eurer männlichen Energie seid. Es geht bei euch auch darum, dass ihr die Finanzen klärt, dass ihr guckt, ich halte die Finanzen zusammen oder ich mache eine Ausgabe. Also ihr seid hier sehr, sehr, was die Finanzen betrifft, seid ihr dahingehend sehr mit beschäftigt, aber ihr wisst halt noch nicht, ja, ihr habt noch kein Ziel. Ihr wisst noch nicht, wo geht es jetzt hin, ja? Aber ihr macht euch auf den Weg. Und da bekommt ihr von einer dritten Person, König der Kelche, ein Angebot. Da kommt jemand auf euch zu und sagt, naja, ne, wie sieht es denn aus? Ich hätte da mal für euch. Und deine Hauptenergie ist, du lässt alte Dinge zurück und entscheidest dich, Neues in dein Leben zu lassen. So. Und das ist hier, wie gesagt, das in Einklang bringen, ja, dieses männliche und weibliche, ne? Dieses in Waage halten. Einerseits machen lassen, andererseits aber ins Tun kommen. Wir schauen mal weiter.
So, wir haben Ritter der Münzen. Wir haben zwei der Kelche. Ass der Schwerter. Nee, das ist zu viel. Neun der Schwerter. Acht der Stäbe. Die Outcome-Karte. Ja, ist der Herrscher. Wow. Meine Lieben. Widder. Also, wir hatten gesagt, hier ist eine Situation, da habt ihr noch keinen, da wisst ihr noch nicht wirklich, was auf euch zukommt, beziehungsweise wo es hingeht. Ich hatte gesagt, hier, ja, männliche Energie, König der Münzen, es gibt finanzielle Nachrichten für euch. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, es gibt finanzielle Nachrichten, mit denen ihr nicht gerechnet habt. Ja, und diese Nachrichten besprecht ihr mit eurem Gegenüber, wo ihr sagt, du guck mal, ich habe den und wir haben den und den Brief bekommen oder die Nachricht. Was machen wir da jetzt? Ja, wie gehen wir da jetzt vor? Ihr besprecht euch definitiv. So, ja, auch Einklang, männliche, weibliche Energie, passt super. So, und ihr geht voran, indem ihr sagt, ja, okay, wir klären das. Es gibt einen Neuanfang und zwar einen ganz direkten. Ne? Altes darf zurückgelassen werden. Ihr klärt das, indem ihr sagt, gut. Dann finden wir jetzt lösungsorientiert eine Möglichkeit und starten damit neu durch und machen uns auf den Weg. So, dann haben wir hier, habe ich gesagt, haben wir hier jemanden, der auf euch zukommt, der ist aber auch dahingehend, der gibt euch zwar ein Angebot, aber der ist selber, also ihr fühlt, das fühlt sich nicht gut an, ja, das, was er euch mitgibt. Also da habt ihr das Gefühl, nee, das ist nicht richtig. Ja, dieses Angebot und diese Nachrichten von dem Angebot, also ihr seid da nicht von überzeugt, dass ihr das sozusagen so annehmen wollt. Ja, und das ist auch mit ein Grund. Warum ihr dann das, was euch nicht gefällt, auch nee sagt. Also das wollt ihr nicht, das lasst ihr. Ihr regelt diese Dinge, die hier geregelt werden müssen. Ihr habt euch mit eurem Gegenüber besprochen, die regelt ihr für euch. Also ihr werdet das Angebot hier nicht annehmen, diesen Vorschlag. Ja? Und da geht ihr auch ganz klar in die Herrscherenergie, dass ihr sagt, nein, fühlt sich für mich nicht gut an, mache ich nicht. Und da möchte ich gerne mal gucken mit den Secret K-Cards, um was es da bei euch noch gibt, liebe Widder. Liebe Widder, bitte. Und was geht es hier in dieser Woche noch? Bitte springen lassen. Dankeschön. Das Grammophon. Erinnerungen, Nostalgie, jemand aus der Vergangenheit kehrt zurück, alte Projekte aufgreifen. Ja, das ist hier dieses in Klärung bringen, ja. Diese Nachrichten, diese finanziellen Nachrichten, die ihr hier bekommen habt, die möchten hier geklärt werden. Also das ist auch die Zeit, ja, das göttliche Timing ist da, um die Dinge anzunehmen, zu sagen, okay, vielleicht habe ich was vergessen, vielleicht ist was weggerutscht oder wie auch immer. Das ist jetzt der Zeitpunkt, der jetzt geklärt werden darf und den gehst du auch alleine an. Also wie gesagt, also oder ihr geht den alleine an. Ohne dritte Personen. Das Angebot lehnt ihr ab. So. Wo seid ihr in eurem Seelenprozess? Ja. Und ihr dürft auch anfangen zu handeln, meine lieben Widder. Und es ist auch diese Nachricht, denn besser wird es nicht. Und ihr werdet es auch tun, weil ihr macht ja hier schon den Neuanfang. Und ihr kommt ja auch definitiv ins Tun. Ja, also doppelte Bestätigung, das, was ihr macht, ist richtig. Macht es bitte ruhig. Ja, fühlt in euch hinein. Es ist okay. Werdet wissen, um was es geht bei euch. Ja? So.
Also, meine Lieben, auch hier wieder bei euch Thema Kommunikation, ganz klar. Ihr dürft in Kommunikation gehen, ja, und ihr macht das auch. Und von dem her, wenn ihr Hilfe braucht, Unterstützung, weil ihr vielleicht auch erstmal in Panik verfallt, weil ihr die Situation nicht wirklich erkennt, ja, Portaltage. Nehmt sie ruhig mit. Ja, ihr könnt, wenn ihr das möchtet, sehr gerne damit arbeiten. Und ja, wer damit in Resonanz geht, super. Ja, es möchten jetzt auch Dinge hochkommen und geklärt werden, geregelt werden. Es möchten Dinge zurückgelassen werden, abgewickelt werden. Ja, das Alte darf gehen, das Neue herzlich willkommen. Alles Portaltage, Aufstieg, ja, Selbsteigenentwicklung, ja, Beruf eventuell neu und so weiter. Also hier sind es die Finanzen, wo was geregelt werden möchte. Ja, und das ist super. Also es fühlt sich auch gut an, wenn man die Dinge, die man so ein bisschen vor sich hergeschoben hat, wenn man die jetzt angeht. Ne? Und das schafft ihr definitiv. Das sieht schon ganz gut aus. Und ja, es sind ja auch alte Projekte, die aufgegriffen werden. Ne? Die dürfen auch verabschiedet werden. In diesem Sinne, meine lieben Widder, ich freue mich über einen Daumen nach oben, über ein Abo, wenn du neu bist. Und wie gesagt, wenn du möchtest, kannst du sehr, sehr gerne dir von mir eine persönliche Legung legen lassen. Alles unten in der Infobox. Ja, hatte ich ja zum Anfang schon mal gesagt. Und ich freue mich auf euch. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, eure Katrin.